Himmel über Baden. Informationen und Reportagen aus der evangelischen Kirche. Raben, wohin das Auge schaut. Der Rabe ist das Symboltier eines kleinen Stadtteiles in Offenburg, Albersbösch genannt. Seit 2012 beherbergt das Quartier ein besonderes Projekt, das Kaffeerabe. Eine Anlaufstelle für Familien und ihre Kinder. Und so neugierig wie das Maskottchen ist jetzt der Kamerablick hinter die Kulissen. Jeden Donnerstag ist hier geöffnet, fürs Fernsehen gibt's aber Ausnahmen, denn nicht jeder will hier vor die Kamera. Mit gutem Grund. Das Familienzentrum in Kooperation mit der evangelischen Erlösergemeinde öffnet seine Pforten in einem geschützten Raum. Ich mache das hier total gerne, muss ich sagen. Es ist ein total schöner, spannender Stadtteil auch, also wo viel ehrenamtliche Aktivität ist. Es gibt in Offenburg so diesen Schwerpunkt Zusammenarbeit mit Familien. Da hat man sich auf den Weg gemacht, um zu schauen, wie können wir Familien auf anderen Wegen erreichen, wie bei uns zu uns zu kommen, zum Beispiel ins Familienzentrum. Das Kaffeerabe ist ursprünglich für das Bundesprojekt Elternchance ist Kinderchance gegründet worden und unterstützen wollte man kinderreiche Familien. Doch dann kamen vor allem Menschen mit Migrationshintergrund, viele in der Ortenau aus Osteuropa. Und inzwischen kommen gerne zusätzlich Senioren und Flüchtlinge zu Kaffee, Tee und Kuchen ins Kaffeerabe. Der Kuchen ist auch meistens gespendet. Die Spenden reichen bis jetzt aber immer aus, um, sag ich mal, alles zu kaufen, was wir brauchen. Aber dieses Kaffee wird wirklich, sag ich mal, zu 90% erstmal genutzt, um sich zu treffen. Ein Grund, warum das Kaffee im vergangenen Jahr einen Sonderpreis im Wettbewerb Lebendige Brücke gewonnen hat. Denn im Offenburger Stadtteil sind schon seit 20 Jahren viele Nationen vertreten. Ablesbar auch an den Buchrücken der kleinen Ausleihbibliothek. Ich finde eigentlich, dass wir ein sehr gutes Projekt sind, also ein Brückenbauprojekt. Wir haben irakische Familien, es kommen jetzt sogar manchmal schon Familien aus der Innenstadt hierher, weil die das mitkriegen, dass das hier eine gute Atmosphäre für sie ist, egal aus welchem Land sie kommen, welcher Religion sie angehören, dass es ein guter Ort ist. Circa 60% der aus Osteuropa stammenden Zugezogenen im kleinen Offenburger Stadtteil gehören einer christlichen Kirche an. Sie kamen nach dem Mauerfall nach Deutschland und waren auch auf der Suche nach einer neuen religiösen Heimat. Es gibt hier für die Russlanddeutschen die Brüdergemeinde, die sich dann noch mal in ihrer Art und Weise trifft. Und ansonsten merke ich hier in der Gemeinde, dass es gar keine große Rolle spielt, woher jemand kommt. Also ich denke, diese Gemeinde ist so zusammengewachsen, wie sie ist. Neben der Symbolfigur des Stadtteilrabens ist heute die Textilwerkstatt eine gute Möglichkeit der Integration. Das haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter schnell festgestellt. Ohne sie wäre wie bei vielen anderen Projekten mit Beteiligung von Migranten keine Integration möglich. Hahnenschreie aus dem Gotteshaus? In der evangelischen Gemeinde Kürnbach-Bauerbach bei Bretten nicht allzu abwegig. Schließlich hat man sich hier dem sogenannten Grünen Gockel verschrieben, einer bundesweiten ökumenischen Initiative, umweltbewusstes Handeln in der eigenen Gemeinde voranzutreiben. Mit dem Projekt Schönes aus fairem Handel beschreitet man dabei neben dem üblichen Weg der Energieeinsparung neue Pfade mit Blick über den eigenen Tellerrand. Der grüne Gockel ist bei uns eher ausgerichtet auf Bewahrung der Schöpfung, Verantwortung, weltweite Verantwortung, weltweite auch Fragen von Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Wir haben viel, wir verbrauchen viel, wir nutzen viel und wir nutzen und verbrauchen auf Kosten anderer. In dem Fall sind wir ganz nah dabei, dass wir auch sagen, wir nutzen und verbrauchen auf Kosten der Länder des Südens. Um so zumindest einen kleinen Ausgleich zu leisten und auch die Lebens- und Umweltbedingungen außerhalb der eigenen vier Wände im Auge zu behalten, verkauft die Gemeinde in regelmäßigen Abständen fair gehandeltes Kunsthandwerk. Neben zwei 4- bis 10-wöchigen Verkaufsphasen vor Ostern und vor Weihnachten in der heimischen Michaelskirche gibt es mehrere Verkaufsaktionen im Rahmen gemeindlicher Veranstaltungen im Ort oder Nachbargemeinden der Region. Vom handgefertigten Kuscheltier über dekoratives Schmuckwerk,
Der potenzielle Käufer findet hier vor allem, was das weibliche Herz begehrt. Die Produkte sind sehr weiblich, das Sortiment ist sehr weiblich. Es sind Ketten, es sind Schals, es sind Handtaschen. Wir haben gelernt, ohne diese drei Produktgruppen brauchen wir eigentlich gar nirgends hinzugehen, weil unsere Männer sagen als, hey, jetzt aber mal keine Taschen mehr, der Markt ist gesättigt. Und dann lachen wir Frauen und sagen, nee, ist nicht. Also ohne brauchen wir gar nicht losgehen. Oder anders ausgedrückt, Zielgruppenorientierung gleich Wirtschaftlichkeit. Zudem kommt hinzu, bei den angebotenen Waren handelt es sich ausschließlich um Kommissionsware. Nur bei Erlös muss auch in den Kauf investiert werden. Der Gewinn kommt am Ende nicht etwa der Gemeinde vor Ort, sondern Bedürftigen aus Entwicklungs- oder den Erzeugerländern zugute. Die Einnahmen kommen auf ein eigenes Konto, das bei uns beim Verwaltungs- und Serviceamt geführt wird. Davon wird ein bisschen was ausgegeben für die Ausgaben, die man einfach so hat, auch um die Dinge zu präsentieren und so weiter. Aber der größte Teil geht an Brot für die Welt, manchmal auch an ein anderes soziales Projekt, das sich vielleicht gerade aus diesem Kontakt, den man mit den Handelspartnern hat, ergibt. Apropos erfolgreiche Geschäftsbeziehungen. Seit einigen Jahren beteiligt sich auch ein in Kürnbach ansässiges Bäckerei- und Einzelhandelsfachgeschäft an der Aktion. Während der Verkaufsphasen vor Ostern und Weihnachten findet man die im Rahmen der Gottesdienste angebotenen Waren hier werktags in einer eigenen Auslage. Wir sind halt dafür, dass man das unterstützt, die wo halt bemindert für Arbeitslohn kriegen, dass man da halt ein bisschen tatkräftig unterstützt und das wird in Kürnbach von der Gemeinde sehr gern auch genommen. Angeregt durch den regen Zuspruch werden im Laden mittlerweile fair gehandelte Lebensmittel als fester Bestandteil des eigenen Sortiments angeboten. Ein Effekt ganz im Sinne des Grüner Gockel-Umweltteams. Ziel ist nämlich gerade auch die Bewusstseinsbildung über Kirchengemeindegrenzen hinaus. Ein Bischof ist eine Person, die im Amt, und das geht die ganze Woche über, da gibt es keine geregelten Arbeitszeiten, mit Religion zu tun hat, immer als religiöse oder religiös orientierte Person angesprochen wird. Aber ein Bischof ist auch ein Privatmensch, der vielleicht auch selber glauben will, so wie alle anderen selber glauben. Wie ist das für Sie? Ja, ich glaube, bei der Entscheidung für den Pfarrberuf, also ich nehme den Bischof da nicht so viel anders wahr als vorher, mich selber in meinem Pfarramt, gerät das nah aneinander. Und dann gibt es Situationen, wo es schön ist, dann doch auch mal da weit weg davon zu sein, aber es gibt auch viele Situationen, wo es schön ist, dass es so nah beieinander ist. Also wir haben als Familie eigentlich auch immer gerne dann Ostern weitergefeiert, nach der Osternacht dann noch zu Hause Ostereier gesucht und also sozusagen die Religion dann auch familiär weitergestaltet. Ich glaube, das gehört schon zusammen. Ich glaube, wir kriegen das nicht so ganz fein auseinander. Es lässt sich das Pfarramt, das gilt dann ganz analog fürs Bischofsamt, und nicht nur wegen der Arbeitsbelastung, es lässt sich nicht einfach so auf einen 40-Stunden-Rhythmus bringen. Ich habe nichts dagegen, dass es weniger Arbeit würde, aber dass Sie in Ihrer Gemeinde auch von Menschen auf der Straße angesprochen würden, das war für mich, das nehme ich eher als Reichtum wahr und als Möglichkeit auch wahr, etwas von dem, was mich wirklich bewegt, auch weiterzugeben, denn als Belastung. Ich will gar nicht bestreiten, dass es das auch ist, dass es manchmal auch eine Situation gibt, wo man sehr froh ist, dass man weit weg ist oder unbekannt und nicht gekannt. Aber ich glaube, es ist auch eine Chance. Sie sind ja jetzt schon ein paar Jahre Bischof. Zwei. Noch keine sehr lange Zeit, aber immerhin genau. So, dass Sie schon so ein bisschen resümieren können, ob sich dieses Amt eher glaubensverstärkend oder eher glaubenskritisch im Innersten bemerkbar gemacht hat. Ja, ich bin da, würde da wieder dabei bleiben. Also das Bischofsamt ist da am Ende ein Pfarramt. Und es gibt schon Dinge, die den Glauben auch stärken. Und da hat der Bischof auch große Privilegien. Wenn Sie sonntags meistens in vollen Kirchen predigen dürfen, ist das einfach auch eine erbauliche Situation. Ja, also das würde ich schon sagen. Da wird mir auch viel geschenkt dadurch, dass ich in diesem Amt bin.
Trotzdem glaube ich, geht es mir so, dass diese, es gibt auch Situationen, wo es einfach die Frage ist, ja, ist das jetzt der richtige Weg oder warum ist das jetzt so, wie es ist, gerade auch, wenn es um Situationen geht, in denen Menschen in einer erschreckenden Weise leiden müssen oder in eine Situation kommen, die eigentlich schwer zu ertragen ist. Und das erleben Sie und bekommen Sie auch als Bischof weiterhin mit. Also das glaube ich, manchmal stärkt es, aber es gibt genügend Situationen, wo es auch den Zweifel weitergibt.